Ich würde gerne in OneNote farbige Notizfelder einfügen, nur ich finde keine Funktion dafür. Wie geht das, Maria? Kai, du hast recht. Normalerweise geht das nicht in OneNote, aber über einen kleinen Umweg funktioniert es doch. Wir haben hier drei Textfelder und wie du siehst, sind da keine Farben. Wenn du aber jetzt aus den Textfeldern eine Tabelle machst, klick mal bitte einen Textcontainer an, geh auf Einfügen und wünsch dir bei Tabelle eine Tabelle, die genau aus einer Zelle besteht. So, und jetzt kannst du über das Tool Tabelle dieser Tabelle eine Farbe geben durch die Schattierung, zum Beispiel gelb, und in den meisten Fällen nehme ich auch links daneben noch den Rahmen raus. Und schon hast du ein farbiges Textfeld. Das kannst du mit den anderen auch machen. Und auf diese Art und Weise hast du dieses Manko umgehen können, dass wir eben in OneNote noch keine farbigen Textflächen bauen können.